Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück im verregneten The Witcher 3. Heute möchte ich mir mal mit euch eine Rüstung angucken, beziehungsweise ein Rüstungsset. Denn davon gibt es 3 Stück im Spiel. Katze, Bär und Greif, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe mir jetzt mal hier die Greifenrüstung zusammengefarmt. Das gute Stück sieht so aus. Boah, zu viel Sonne. Plus hinten die beiden Schwerter, die gehören da auch noch dazu. Im Ganzen zeige ich euch mal hier kurz die Werte, das sind die Dinger. Da findet ihr Schemata, die müsst ihr dann selbst zusammen craften, die guten Stücke. Und dann gibt es halt folgendes, wir haben einmal das normale Schwert. Plus Zeichenintensität, plus Bonuserfahrung, benötigt Stufe 7, also ein bisschen unter meinem jetzigen Level. Dann das Stahlschwert, selbige Attribute. Die Rüstung, Handschuhe, Schuhe und Hose. Okay, das ist Stufe 8, Stufe 8, auch Stufe 8. Okay, die Schwerter sind 7 und der Rest ist Stufe 8. Ist für den Anfang eigentlich ganz stabil. Die Werte sind ganz gut. Es ist übrigens eine mittlere Rüstung. Es gibt noch eine leichte und eine schwere. Ich glaube, die Bären ist die schwere und die Katzen ist die leichte Rüstung. Eins der Schemata, falls ihr das auch suchen wollt, gibt es in Velen, in Niemandsland. Und zwar hier oben bei der Hintwacht. Allerdings wartet da ein Level 14 Monster auf euch. Dementsprechend solltet ihr vielleicht etwas aufpassen, wenn ihr da hingeht. Wie gesagt, das Ganze müsst ihr dann zusammen craften. Huch, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Und dann kriegt ihr die. Kriegt sogar ein Achievement, wenn ich es richtig gesehen habe, wenn ihr komplett mit Hexerklamotten ausgestattet seid. Wichtig ist auch, die Rüstung, beziehungsweise alle Hexerrüstungen, das heißt alle grünen Dinger, könnt ihr im Laufe des Spiels aufwerten. Da müsst ihr auch irgendwelche Schemata finden. Und dann könnt ihr die einfach aufleveln quasi. Dementsprechend, wenn die mal scheiße wird, die Rüstung, verkauft die nicht, behaltet die und wertet die später auf, weil ich habe hier auch Rüstung, die eigentlich besser ist. Aber das ist halt coole Hexerrüstung zu tragen. Aber später wird die halt noch immens viel besser. Dementsprechend verkauft es nicht. Ich habe meine Anfangsrüstung, die, wenn das Spiel startet, habt ihr auch eine Rüstung, eine Hexerrüstung, die habe ich auch verkauft. Die braucht man aber, um noch irgendwelche tollen Sachen daraus zu craften. Dementsprechend bin ich da auch der Gearschte. Also macht nicht den gleichen Fehler wie ich, schmeißt es nicht weg, beherbergt das in eurem Inventar. Ja, und sucht das Schema, um das später aufzuwerten. Ich werde dann noch versuchen, wenn ich mal irgendwann weiterkomme und nicht die ganze Zeit Gewinn spiele, dass ich die anderen Rüstungen auch vorstelle. Hier gibt es übrigens noch Überblick von den ganzen Werten. Ja, und das war's auch schon. Wie gesagt, das eine Schema habt ihr gerade gesehen, habe ich euch gezeigt. Da findet ihr das und dann geht die Schnitzeljagd los. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei The Witcher. Ich habe noch oben rechts andere Videos verlinkt, die könnt ihr euch auch gerne angucken. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.